Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel, meine lieben Freunde. Oh, bei mir backt's gerade noch ein bisschen, aber jetzt hat sich's so langsam. Ja, ihr fragt euch jetzt, was ist das? Das ist doch kein World of Warcraft und kein Kartenspiel. Was macht der Typ zur Hölle? Nein. Heute spiele ich ein Spiel, das gerade erst in der Alpha ist, aber immer noch oder trotzdem auf Steam zu kaufen, zu erwerben, zu downloaden ist. Das Spiel heißt Dovetail Games Fishing und ja, ich bin ja eigentlich auch im Real Life so ein bisschen Angler und mache das so zum Hobby. Wenn ich mal nicht zock, gehe ich angeln in die Ruhe, gemütlich. So schön abschalten. Ja, und das hier ist das Game und ich wollte es euch erstmal vorstellen, so den ersten Eindruck vom Game zeigen und dachte, wir schauen hier einfach mal gemeinsam rein. Ja, so, wir sind jetzt in der Charakterauswahl direkt und können jetzt entscheiden, male, also männlich oder weiblich, was nehmen wir? Ich nehme jetzt mal einen Mann. Oh, ich muss hier draufklicken, ne? Gut, jetzt habe ich hier Name, Charakter, natürlich, Totem, Werfer, so heißt er, der liebe Totemwerfer. Confirm. So, jetzt habe ich hier, also ich habe hier noch einen Charakter selber mal probiert. Ich zock schon ein bisschen. Ja, aber jetzt habe ich hier den Totemwerfer erstellt. Hier oben sehen wir jetzt auch unsere wichtigste Info, sag ich mal, unser Name, Novize, Carbengler, also so was wir gerade sind, unser Status, unser Level. Ist also quasi auch mit Leveln auf Level basieren, das finde ich sehr cool. Level 1 natürlich. Und 0 TP. Was bedeutet jetzt TP? Weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich weiß auf jeden Fall, wir bekommen für verschiedene Dinge nachher Punkte beim Angeln, wenn wir erfolgreich sind. Zum Beispiel einen Fisch fangen oder wenn wir eine Mission richtig machen, das ich euch gleich zeigen werde. Dann bekommen wir diese TP und von denen können wir uns dann Tackle kaufen. Würde sagen, wir starten einfach mal rein, klicken hier mal drauf. Jetzt geht's los, ja. Schauen uns mal das Intro an. Also ich finde es echt ein geiles Spiel. Da wirft er die Angel raus. Wow. Hammer. Echt Hammer. Also so macht die Sache auf jeden Fall Spaß. Da hockt er und zockt, so wie wir jetzt. Ich drücke jetzt einfach mal Enter und gehe ins Spiel. So, wir haben jetzt hier oben verschiedene Reiter. Einmal Community, da werde ich jetzt nicht draufklicken. Da öffnet es euch einfach nur die Internetseite von dem Spiel. Könnt ihr dann Dinge suchen, rausfinden, die News lesen, in welcher Stadt oder in welchem Stadium gerade die Alpha ist, welche neuen Dinge hinzugefügt wurden, welche Fehler wieder bekannt sind oder so. Also es ist für Leute, die es jetzt schon probieren wollen, ganz interessant. Wenn ihr euch lieber sagt, nee, der Totemwerfer, der Spielzeug, ihr dürft auch gerne immer bei mir jetzt zugucken in Zukunft. Und dann einfach aus euch vielleicht kaufen, wenn ihr Lust habt. Oder einfach, wenn ihr, ja, quasi, wenn die Alpha rum ist, wenn das richtig fertige Spiel da ist. Wie ihr wollt, das euch überlassen. Ich kriege ja auch kein Geld dafür, dass ihr das jetzt zockt. Ich mache das freiwillig und es liegt mir sehr am Herzen, dieses Spiel, weil ihr müsst wissen, wenn ihr jetzt keine Angler seid. Also es gibt ja verschiedene Methoden zu angeln. Dieses Spinnenfischen, wo man ständig rauswirft und reinholt und so. Und Posenangeln zum Beispiel auf, also da hat man diesen Schwimmer, der so boop, 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 wegrennt, wenn ein Fisch anbeißt oder so. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Methoden und es gab halt bis jetzt immer so Angelspiele, wo dieses Spinnfischen bevorzugt wurde, auf Raubfische, vor allem auf Schwarzbarsch, weil das halt in Amerika sehr populär ist. Aber auf Karpfen gab es noch nie so wirklich was, nur fürs Karpfenangeln. Und da ist jetzt dieses Spiel. Bis jetzt, ich weiß ja nicht, wie krass sie es noch machen wollen, ob sie alles reinbringen wollen, aber bis jetzt ist es halt extrem auf Karpfenangeln ausgelegt und macht mir halt sehr, sehr viel Spaß. Also, so, genug geflirtet hier mit dem Spiel. Ich zeige euch einmal kurz den Tackle Shop, wie es funktioniert. Wir haben hier Ruten, ist der Stab, Rollen, klar die Rolle drunter, Lines, das ist die Schnur auf der Rolle, Rigs, das ist quasi der Haken und die Schnur davor, also welches Blei und so, wird dann hier auch, also jetzt alles noch auf Englisch, ne, aber wird dann hier auch angezeigt, zum Beispiel Hakengröße 12, welcher Haken ist das? Ich weiß jetzt zum Beispiel aus dem echten Leben, ich angel auch mit diesen White Gape Haken,
Zwar nicht in Größe 12, sondern 4 oder 6, aber ja, gut. Auf jeden Fall habt ihr jetzt quasi eure Sachen hier, auch die Angelköder. Und ja, könnt euch die hier kaufen. Wir haben jetzt gerade noch 0 von dieser Währung, also können wir uns nichts kaufen. Aber nur, dass ihr es schon mal gesehen habt. So sieht dann quasi nachher das Menü aus. Und ich würde mal sagen, da ich mich ja schon ein bisschen auskenne hier, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr irgendwas hier seht und sagt, hey, der hat gesagt, hier, er fischt mit einem Boilie. Was ist ein Boilie? Ich erkläre euch das gern. Ich habe auch teilweise Sachen hier im Real Life und kann euch die zeigen. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Würde mich echt freuen. Ich kann euch da hoffentlich irgendwas beantworten. So, das nächste ist die Tackle Box. Das ist quasi eure Ausrüstung, die ihr mitnehmt. Hier sind quasi schon die Standarddinge vorgegeben. Mehr haben wir im Moment auch nicht. Als Köder haben wir Brot. Und als Rigs, also den Haken und das Vorfach quasi, haben wir halt das Standardteil. So, wie es, ja, ist halt. Ich kann jetzt hier noch nichts machen. Aber wir wollen jetzt erstmal normal anfangen. Also Profil. Gut, das ist noch nicht fertig hier. Kommt wahrscheinlich noch was, größte Fische oder so. Aber hier ist auf jeden Fall euer Level. Und wie viel ihr noch braucht, bis das Level aufsteigt, brauchen wir jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt in Game Modes und hier geht's jetzt los. Multiplayer ist noch in der Alpha, klar, ist alles noch in der Alpha. Singleplayer gibt's auch schon und Akademie. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Das ist so ein guter Einstieg, wie man halt überhaupt mal damit anfängt mit dem Spiel. Und ich denke mal, das machen wir jetzt einfach. Mann, laber ich heute viel, ist ja schlimm. So. Er schreibt hier jetzt was in Englisch hin, ist auch noch nicht mit Ton hinterlegt oder so. Er laut halt, blablabla, heute ist ein toller Tag zum Angeln. Und ich zeige euch heute, wie ihr richtig angelt. Ja, dann zeigt doch mal. Blablabla. Gleich geht's los, hoffe ich. So, da sind wir jetzt. Klar, WASD ist unser Movement. Hier so können wir laufen. Da hier sind Mülltonnen. So, wir laufen jetzt einfach mal dann die Bitte. Klar, Kamera kann man mit der Maus steuern, ist auch klar. Wenn ihr V drückt, kommt ihr dann quasi in den ja, Gesichtsmodus, so wie es quasi aussieht. Im Real Life. So, und jetzt geht's auch schon mit dem Training los. Wir sollten jetzt erstmal nachschauen, ja, wie finde ich einen Spot? Das habt ihr jetzt gerade gesehen, so sieht ein Spot aus. Wir stehen hier schon auf einem drauf. Und wenn ihr diesen Spot befischen wollt, beziehungsweise wenn ihr hier euer Lager aufschlagen wollt, drückt ihr F. Und dann öffnet sich euer Spot. Steht hier schon alles bereit. Viele Dinge kann man noch nicht so richtig nutzen, aber... So, wir können jetzt werfen. Ich habe die Route ja schon in der Hand. Ich halte jetzt die rechte Maustaste gedrückt. Und jetzt, um zu werfen, muss man natürlich erstmal die Route nach hinten nehmen. Das mache ich jetzt mal mit Maustaste gedrückt. So, ganz nach hinten. Und jetzt muss ich die Route nach vorne schwingen. So. Haben wir jetzt mal einmal gemacht. So, wieder nach hinten. Und wieder nach vorne. Wichtig ist jetzt, ihr habt ja die rechte Maustaste gedrückt beim Wurf. Während ihr nach vorne geht, müsst ihr loslassen. Und zwar nicht schon hier oder hier, sondern mehr hier in der Höhe. Vielleicht noch sogar noch ein bisschen später. Ihr müsst ein Gefühl dafür kriegen, das dauert einfach ein bisschen. So, wir probieren das jetzt mal. Wow, okay, das war ein guter Wurf. So, 47 Yards, das ist okay. So, wenn der Köder landet am Boden, dann zeigt es uns hier über mir da an, was ist. Zum Beispiel Weed, ist quasi hier dieses Kraut. Dann gibt es Gravel, das ist der Ground.
ja, der harte Grund. Und dann gibt es auch noch Slit, glaube ich. Das ist dann halt so Matsch. Okay. Er hat mir jetzt gesagt, es gibt hier heute keinen Fisch oder es beißt gerade nichts. Ich soll reinholen. Ist halt dieses, ja. Ihr seht hier jetzt Gravel zum Beispiel über mir. Und ihr seht auch, wenn ich meinen Kopf weg tue, hier steht auch die Tiefe dabei. Und so könnt ihr halt beim Reinholen mit der linken Maustaste sehen, wie tief ist es und welche Begebenheit haben wir. Ja, ist ganz interessant. Ist echt cool gemacht eigentlich. Also für so ein Spiel, da gibt es echt richtig miese Spiele. Ich finde es bis jetzt echt cool. Okay. Er sagt jetzt, wir sind fertig. Und wir kriegen natürlich ein Level Up dafür. Super. Gut. Wir sind jetzt ein Level aufgestiegen. Und haben somit die Basics auch geschafft. Hier werden wahrscheinlich noch weitere Tutorials folgen, aber bis jetzt gibt es halt nur dieses eine. Und ja, da kommt sicher noch was, aber mit dem Alpha-Status noch nicht. Gut, jetzt gibt es hier Freedom Fishing und Casting Challenges. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Casting Challenges an. So können wir nämlich ein bisschen Punkte sammeln, um dann später auch was zu kaufen für unsere Tacklebox. Und da gibt es jetzt verschiedene Missionen, sage ich einfach mal. Wir fangen mal mit der ersten an. Und hier ist es einfach das Ziel, in diese Kringel reinzuwerfen. Ja. Probieren wir mal. Okay, und wir haben Zeit. Eine Minute. 50 noch. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach. So, jetzt machen wir einen zweiten Wurf. Oha, viel zu weit. Interessant. Also, es ist nicht so einfach. Ich sehe es schon. Wow, den äußeren Ring getroffen. Wir kriegen hierfür Punkte. Okay. Und je mehr wir treffen. Aua, knapp. Das ist gemein. Ah. Trotzdem noch reingeschafft. Ja, je mehr Punkte wir halt kriegen, desto besser wird das Ganze nachher. Und wir kriegen dann halt auch wieder Erfahrung dadurch. Und nicht zu guter Letzt natürlich auch noch das wohl Wichtigste, die Punkte, mit denen wir unser Tackle kaufen können. Sag mal, ich werfe immer genau an die gleiche Stelle. Ne? Jetzt kommen wir echt nicht weiter. Probieren es jetzt nochmal. So. Ich schaff's nicht. Nein. Klappt's nicht. Aber jetzt komm schon. Jawohl. Und ihr könnt mit der rechten Maustaste im Flug ein bisschen abstoppen. Jawohl, was ist los hier? Viel Zeit. Aber wir haben eh schon Gold erreicht, das ist alles gut. Wir haben schon Gold erreicht, das ist okay. Oh! Gut. Wir haben erste Mission geschafft. Ihr seht da oben 50 TP haben wir bekommen. Ja, das ist gut. Weiter geht's. Wieder Punkte erreichen. 1000 für Bronze. So, 800 haben wir schon. Wir haben genau in den roten Kringel reingetroffen. Das ist natürlich Glückssache. Ja, zweimal. Das ist natürlich sehr große Glückssache. Wir das nochmal hin. Ja. Cool. Also wir haben schon Gold. Goldstatus. Und jetzt versuchen wir doch einfach noch ein bisschen Punkte zu sammeln. Und hopp. Perfekt.
Ihr denkt jetzt so, ah, jetzt hat er einen Bogen raus. Aber das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur Glückssache irgendwie. Vorstellen, wie unendlich Spaß es hier macht, einfach nur diese Würfe zu üben, weil es im echten Leben eben nicht so klappt. Also, da kann man auch lernen zu werfen, aber hier ist irgendwie lustiger. Ja, yeah, 6000 Punkte haben wir schon. Einmal da rein. Nein! Oh, jetzt habe ich hinter mich geworfen. Komm schon! Nein! Ich darf ihn nicht abbrechen. Nein. Leute, egal. 6300 Punkte. Das hat sich auch gelohnt. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Wieder 50 TP abgestaubt. Ich glaube, wir können uns gleich schöne Sachen holen. Wow. Geil, wir haben jetzt schon Gold. Was ist denn los hier? So wird das nicht. Upsa, ich bin nicht geworfen. Knappe Sache, also wir haben eh schon Gold gehabt, alles gut. Sehr schön, auch das haben wir geschafft. Jetzt haben wir wieder 2 Minuten Zeit. Oh, das wird schwierig. Da sind so ganz viele Kringels. Ich sag, wir gehen rechts. Da haben wir die Chance, noch bei den anderen reinzutreffen. So zum Beispiel. Und wir brauchen halt 4000 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Oha, was war denn das für ein Wurf? Zack. Nee. Vielleicht doch hier rein. Okay, ich glaube, das wird hier eine Nullnummer. Wirft so aggressiv heute. Oh. Jawohl. Ka, wir haben gecheatet. Wir haben Bronze erreicht. Das ist doch was. Ja, Bronze. Ja. 15 Punkte wenigstens. Aber hey, alles gut. Ich wollte euch das ja nur mal zeigen. Also das hier ist die Möglichkeit, wie ihr euch Sachen holt.
gibt es dann auch noch andere ja, verschiedene Spielmöglichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel die Distance Challenge. Ich würde sagen, die probieren wir auch nochmal aus. Da geht es dann um Wurfweite. Und ihr müsst durch dieses Teil durchwerfen. Das gibt dann diesen Multiplikator, also mal 7 zum Beispiel. So. Und ihr habt einfach nur 5 Würfe. Aber ihr müsst euch ja trotzdem beeilen, weil dieses Tor geht immer weiter auf. Je weiter es aufgeht, desto weniger Punkte gibt es euch. Zeige ich das jetzt mal. So, 7, 6, seht ihr, es wird immer weniger. Multiplikator. So, und ihr müsst natürlich möglichst weit werfen. Also, damit es natürlich auch möglichst weit multipliziert wird. So, zum Beispiel 50 Yards. Das ist gut. Out of rounds. Out of bounds, was bedeutet das? Ich mach's einfach mal so. Passt. Haben wir geschafft. Nächstes. 400 brauchen wir. Okay, das heißt 40 Meter mal 10. Bisschen mehr wie 40 Meter müssen wir da. Gut, der war nicht so toll. Ja, der könnte schon passen. Perfekt. Wir haben schon Gold. Oh. Probieren aber noch weiter. Nee. Okay, wieder Gold. Also es soll einfach eure Skills ein bisschen verbessern. Und, ja, hier ist jetzt das falsche Bild oben angezeigt, aber wahrscheinlich die richtige Challenge. Wir brauchen hier 420 Meter jetzt. Und ja. Und boah, haben jetzt erst 382 und der Wurf war eigentlich schon sauber. Ha. Komm schon, ah, wieder nicht. Oh, jetzt habe ich gar nicht mal den Multiplikator getroffen. Das ist schlecht. Und schon wieder nicht. Was ist denn los hier? Nix da. Schade, aber wir haben Silber erreicht. Wenigstens 35 Punkte. Boah, und jetzt brauchen wir 500 Meter. Ist ja ganz übel. Wieder nicht getroffen. Ja, was ist denn los hier? Die Wurfdistanz ist auch noch zu schlecht. Jetzt könnte es passen. Puh, nix da. Gar nichts. Okay, wieder nur Silber. Aber wieder ein paar Punkte. Und Level 5 erreicht. Ja, jetzt habt ihr mal so ein bisschen Eindruck gekriegt, was mit den Challenges los ist. Aber lasst euch davon ja nicht täuschen. Jetzt ging es ja wirklich nur um die Skills. Wie werfe ich richtig? Und ihr habt gesehen, bei mir klappt es noch nicht so, aber ich bin ja auch wirklich erst am Anfang vom Spiel. Ich glaube mit meinem Hauptcharakter, mit meinem Main-Char, bin ich auch erst Level 8 oder so. Na gut, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal hier beim Video, wir lassen es bei dem Video und ich zeige euch einfach im nächsten Video so richtig, wie man fischen geht und ja, macht da eh so ein kleines Let's Play draus, das war jetzt mehr so die Einführung und ja, was ich davon halte, wisst ihr ja jetzt, ich finde es klasse. Und habt das Gefühl, das Game wird noch richtig geil. Hoffe, ihr habt Lust da mitzuschauen. Würde mich natürlich über ein Abo freuen. Und ja, stay tuned, Leute. Bis dann. Ciao.